Spitzenbeutel habe ich mir jetzt einen Henkel genäht. Und sie sieht ja, ein bisschen kindergartenmäßig aus, aber ich bin trotzdem sehr stolz. Ja, Offenheit heißt erstmal, dass jeder eingeladen ist. Also nicht besondere Zielgruppen oder so, sondern die Einladung geht an alle raus. Du kannst einfach herkommen, die Materialien sind da, Werkzeuge sind da, mehr oder weniger vollständig. Dann kannst du einfach loslegen. Heute, ich mache die Presse, nicht auch die Sattelstange. Ich hatte die Stange auch. Ist fest. Die meisten wissen, was sie nicht können. Und das ist aber hier nicht wichtig, sondern hier interessiert, was kannst du, wozu hast du Lust, was möchtest du machen, probier dich aus. Jedes Mal habe ich einen Plan und dann wird es immer anders, als ich geplant habe. Und das ist genau das Schöne, dass man sich überraschen lässt. Ich mache leidenschaftlich gern Musik und studiere jetzt Holztechnik und wollte die zwei Sachen, die mir so am Herzen liegen und mich auch so begeistern, gern verbinden. Und das Bild, was mir da in den Kopf kam, war ein Holzsaxophon. Du recht. Mach mal. Wir wollen, dass Menschen, die hierher kommen, ihre Dinge umgesetzt bekommen. Also alles, was sie zu Hause vielleicht nicht machen könnten, weil ihnen die Werkzeuge fehlen, weil ihnen auch die Kenntnisse fehlen. Das ist eine laufende Nase. Wie wird das dann später benutzt? Gar nicht. Wir stellen einfach Räume zur Verfügung, wo man die Möglichkeit hat, seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken, sich selbst auszuprobieren und, wenn man möchte, fachliche Anleitung bekommt. Das kann man nicht kaufen. Gibt's nur bei mir geben. Natürlich gibt es solche Möbel, aber dann musst du einen richtigen, schicken Möbelladen gehen. Und dann kostet das, weiß ich nicht, was ich mit dir zusammenbaue, 2000 Euro. Hier ist der halt schon deutlich gleichmäßiger. Hummingbeer wird auf zwei Arten und Weisen hergestellt. Und das unterscheidet sich auch vom Brie. Und je mehr Molke man eigentlich rausnimmt, umso besser schmeckt das Zeug dann eigentlich. Nicht nur theoretisch in der Uni lernen, sondern praktisch machen und einfach mal wir gemeinsam hier als Gruppe was zu basteln. Also nicht nur irgendwie so modellmäßig, sondern tatsächlich irgendwas Funktionierendes zu machen. Das sind jetzt modulare Lastenfahrräder, die wir entworfen haben, wo auch die Idee ist, dass die Leute sie selber bauen können. Das heißt, es gibt einen Bauplan, der Open Source ist. Sobald du sagst, ich weiß, wie ich die Maschinen bediene, um mein Fahrrad, mein Haus, meine Nahrungsmittel zu produzieren, hast du eine viel größere Freiheit darüber zu entscheiden, wie du eigentlich wirklich leben willst. Man entwickelt einen ganz anderen Bezug zu den Sachen, die man dann hier macht, weil man wirklich das macht, was man braucht. Und durch das gemeinsame Bauen, das ist so ein bisschen wie gemeinsam singen, fallen auch die ganzen Hemmschwellen untereinander. Das heißt, Deutsche, Syrer, Afghanen, Pakistani, Iraki und so weiter lernen sich alle gegenseitig viel besser kennen, weil sie zusammen hier was erschaffen, was ihnen gehört. Cool. Schön ist, weißt du, so drei Finger breit unterm Kragen. Genau. Ich habe mal einen Siebdruck im Internet eingegeben, weil mich das für als Hobby interessiert hat. Laien, die haben halt vielleicht am Anfang Angst, wenn sie in eine größere Werkstatt kommen und sehen, oh, da sind Schreiner, Maschinen, da kann ich, das kann ich nicht.
Ich habe keine Ausbildung als Schreiner. Ich bin am Anfang aber ganz schnell hier vorbeigelaufen. Ja, genau. So, das ist alles, oh, das ist nicht meine Welt. Aber wenn man ein bisschen länger dabei ist und auch die Hilfe hat und diese Gelassenheit der Menschen, die das Wissen hier teilen wollen, dadurch kommen Laien an Skills, die sie sonst vielleicht nie sich zugetraut hätten. Ja, ich habe das einfach vorher noch nicht gemacht. Ich habe drei Brüder und jetzt bin ich einfach mal selber dran. Und das hier ist, glaube ich, die Lösung dafür. Die habe ich hier gebaut. Hat ungefähr so viel Power wie ein menschliches Knie. Alter Prototyp. Neuer Prototyp. Aus Pappe, aus Stock und aus ein Glitzerblatt Papier, aus Luftballon und Strohhalm. Ja, dann ist es auf jeden Fall nach der Gleichrichtung. Ne? Dann haben wir diesen Fablab-Truck.